Wenn Peter Eichwald die Einrichtung des Caritas-Projektes Zahn um Zahn in Osnabrück besucht, weiß er, dass ihm unbürokratisch geholfen wird. Ah, Peter. Hallo. Scham, Angst und finanzielle Not sind oft Gründe, warum Menschen, die in Armut leben, herkömmliche Gesundheitseinrichtungen nicht besuchen. Hilfe finden sie bei den Sozialarbeitern der Caritas und Zahnärzten, die sich ehrenamtlich für Zahn um Zahn engagieren. Die Versorgung läuft dabei wie in einer herkömmlichen Zahnarztpraxis ab. Beim letzten Mal alles gut gelaufen? Ja, eigentlich ganz gut so. Keine Schmerzen, nichts. Peter Eichwald hat sich jahrelang nicht behandeln lassen. Jetzt hat er die Notwendigkeit erkannt. Weil ich kann ja nicht mal richtig beißen und so. Dann nehmen Sie mal Platz. Das ist es ja. Zum Beispiel Nüsse knacken. Kann ich ja nicht. Also brauche ich natürlich richtig Knabberleisten. Dann machen Sie mal den Mund weit auf. Im Behandlungszimmer werden die Patienten untersucht und versorgt. Die medizinischen Gerätschaften sind dem Projekt Zahn um Zahn für eine geringe Summe zur Verfügung gestellt worden. Peter braucht ein neues Gebiss. Ja. Tut das weh, Herr Eichwald? Ja. Nicht. Auch nicht, wenn ich drücke. Gar nicht. Gut, dann werden wir dafür sorgen, dass wir jetzt ein neues Gebiss für den Oberkiefer bekommen und dass Sie wieder richtig zubeißen können. Okay? Jeder guckt ja auf der Straße und so, wie Zähne und so, auch wenn man lächeln tut und man hat keine Knabberleisten drin, das sieht ja beschissen aus. Man fühlt sich auch ganz anders mit Zähnen und also sieht besser aus und so, ja. 10 Uhr, ist das okay? Durch Zahn um Zahn werden Schwellenängste kontinuierlich abgebaut, akute Zahnprobleme beseitigt und Prophylaxemaßnahmen unterstützt. Ein Modell, das trotz des Erfolgs auf Spenden angewiesen bleibt. Dankeschön.